Ich bin auf dein Überleben spezialisiert. Und du auch. Oh, Aloy. Deine Kaja-Freundin kam hier durch. Sie ging zum Osseram-Lager, das ihr beide gesucht habt. Im Südwesten. Aloy! Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Kommst du mit dem Alleinsein klar? Ich habe Gaia. Und lerne, wie ich die Glyphen der Alten entziffern kann, um mich zu beschäftigen. Warst du mal wieder in Reinklang? Ich habe daran gedacht, aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Dem Chor bin ich bereits ein Dorn im Auge. Wüssten sie, was wir mit Fa, selbst wenn sie es verstünden, könnten sie nur wenig begreifen von all dem. Nein, ich muss den Stamm vorerst zurücklassen. Du hast dir selbst das Lesen beigebracht? Ja. Gaia war so nett, eine Liste von Glyphen der Alten zusammenzustellen. Sie half mir dabei, ein paar der Daten von dir zu entschlüsseln und zeigte mir, wie man den Fokus als Hilfe benutzt. Es ist nicht einfach, aber es funktioniert. Schön zu hören. Hat Gaia dir etwas über die Zeniths erzählt? Das hat sie. Obwohl es nicht gerade einfach zu glauben war. Dass Orte unter den Sternen sind, wo das Leben ähnlich erblühen kann wie hier. Das macht's einen selbst klein und herzzerreißend, dass solches Leben entschlossen ist, unseres zu vernichten. Wie ist es möglich, dass ein Stamm wie die Utaro den Frieden mit Kriegern wie den Tenakt halten kann? Wir halten sie fern. Wenn unsere Felder in reicher Blüte standen, waren die Tenakt neidisch. Doch die Schüsseln boten Schutz und Anhöhen, um Eindringlinge abzuwehren. Selbst die Tenakt sahen ein, Frieden zu halten. Die Utaru versprachen, sie jedes Jahr mit Nahrung aus unserer Ernte zu versorgen. Im Ausgleich stellten die Tenakt einen ihrer Veteranen ab, um die Utaru im Kampf auszubilden. Einige Jahre nach der Störung wurde das wieder aufgegeben. Aber es gibt noch Veteranen in den Ebenen. Ich habe sie schon getroffen. Ich wollte dich fragen, was ist zwischen dir und dem Chor los? Ihr scheint euch nicht gut zu verstehen. Das passiert, wenn man die einzige Utaro ist, die sich ihnen öffentlich widersetzt. Zweimal. Als die Kaja in die Utaro-Ebenen einfielen, griffen sie nicht allein unsere Dörfer an. Sie verbrannten unsere Felder, versklavten unser Volk und töteten die, die für die Reise nach Meridian zu schwach waren. Um im Sonnenring geopfert zu werden. Ich half damals den Heilern, als Flüchtlingsscharen nach Reinklang kamen. Der Chor war uneins, wie man reagieren sollte. Einige wollten zu den Waffen greifen. Andere glaubten, die Schüsseln würden uns schützen, wie sie es schon oft getan hatten. Während sie stritten,
vergrub ich die Samen der Gefallenen. Es war sicher hart, dein Volk leiden zu sehen, während die Kaja in euer Land eindrangen. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Rheinklang. Meine Großmutter sagte immer, dass dort jeder Samen wachsen würde. Ich zog zu den Schüsseln, als ich Heilerin werden wollte. Als die roten Raubzüge kamen, wollte ich zurückkehren. Aber es kamen viele Verletzte nach Rheinklang. Also habe ich es immer verschoben. Eines Tages wachte ich auf und erfuhr, dass Kaja nachts mein Dorf überfallen hatten. Wir eilten hin, um den Überlebenden zu helfen, aber es gab keine. Der Gestank brennenden Fleisches verfolgt mich seither. Es tut mir leid, so. Ich trat direkt nach unserer Rückkehr vor den Chor und verlangte, dass wir uns gegen die Eindringlinge wehren sollten. Sie lehnten ab. Also brach ich alleine auf. Du gingst allein los, um die Kaja zu bekämpfen? Ja. Nur, dass ich nicht die Einzige war. Meine Meinungsverschiedenheit mit dem Chor hatte sich rumgesprochen. Nach kurzer Zeit kamen mehr als ein Dutzend Utaru-Krieger, um mir in den Kampf zu folgen. Wir konnten die Kaja-Armeen nicht frontal angreifen. Aber dafür kannten wir das Land besser als sie. Wir lauerten kleinen Überfallkommandos auf, störten ihre Versorgung und griffen nachts die Lager an. Klingt nach einer ernstzunehmenden Gefahr. Zumindest bemerkten uns die Tenakt. Als die Clans die Kaja nach Osten drängten, durften wir uns ihnen anschließen. Wir konnten den Feind bis nach Fahrlicht jagen. Du warst also bei Fahrlicht, als die Tenakt die Kaja besiegten. Tenakt-Marschälle erkletterten nachts die Klippen im Schrecken und griffen von der anderen Seite an. Die Tore wurden schnell geöffnet und die Armeen der Clans strömten hinein. Was dann passierte, will ich am liebsten vergessen. Als der Staub sich legte, roch ich ihn wieder. Den Gestank verbrannten Fleisches. Unser Feind war besiegt. Der Rest meines Trupps kehrte in die Utaru-Ebenen zurück. Ich ging nach Rheinklang zurück. Doch selbst nach vielen Ernten fühlte ich mich immer noch nicht angekommen. Bist du deshalb Grabessängerin geworden? Ich dachte, das Leid anderer zu lindern würde mein eigenes heilen. Und dann kamst du und gabst mir die Wahl. Entweder ich singe an Gräbern oder kämpfe, damit Menschen am Leben bleiben. Ich bin froh über deine Wahl. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leicht. Ich tröste und singe. Klingt, als wärst du meiner Freundin Talana begegnet. Ja, die Kaja-Jägerin. So eine Ausrüstung habe ich seit den roten Raubzügen nicht gesehen. Aber Val hat mir gesagt, dass sie auch unter dem verrückten König gelitten hat. Ja, sie ist eine von den Guten. Glaub mir. Du hast also mit Gaia geredet. Ja, sie war so nett, ein wenig von der Geschichte der Alten zu berichten. So wie ihres Untergangs und der heldenhaften Taten ihrer Schöpferin Elizabeth Sobek. Ich war überrascht zu sehen, dass sie du war. Gestorben und wiedergeboren. Ich kann nicht behaupten, es zu verstehen. Ich muss gehen, aber wenn du was brauchst, kontaktiere mich über den Fokus. Ich werde dran denken.
definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meine... Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Das verstaue ich für später. Das Land hier leidet auch unter der Plage. Aber wir werden es heilen können, sobald Gaia stark genug ist, Hephaestus einzufangen. Die Wolken sind leer. Der Regen ist vorbei. Die Maschinenreiter von vorhin, die von dem Wettrennen. Ich frage mich, was die vorhaben. Ich hab gewonnen. Geld her. Du hast mich mit Steinen beworfen. Tut deiner Visage doch keinen Abbruch. Haha. Hey, wer bist du? Eine Tenakt-Siedlung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Sachen für den Vorrat. Definitiv nicht nach der Welt.
Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Ein Koch kann damit bestimmt was anfangen. Möge deine Klinge strahlen. Keinen Schritt weiter. Die Tenakt dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich habe Transitrecht von Marschall Verschaf. Ich will nicht kämpfen. Farbe wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich werde dran denken. Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Hört zu. Ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben alle. Was ist los? Ich gehe zurück zu dem Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Die Fremde aus der Gesandtschaft. Du hast Gruda getötet. Regalas Streiter. Er gehörte zu uns. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen. Also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Drakkar. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Was weißt du sonst noch über die Herde? Ist schon seit Jahren da. Wir sammeln nur die Teile, die wir brauchen. Nichts weiter. Es tauchen immer neue Maschinen auf, die unsere Beute ersetzen. Was ist mit den Killermaschinen, die du erwähnt hast? Sie bewachen die Herde. Je mehr wir töten, desto mehr werden sie. Anfangs Sägezähne, dann Verwüster. Jetzt ein verdammter Donnerkiefer. Er griff uns an, als wir die Herde einpferchten. Ich musste die Hälfte meiner Jäger zurücklassen. Nur die hier haben überlebt. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brennspeer ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja. Klingt, als würdest du deine Kommandantin nicht mögen. Um in der Wüste zu überleben, muss man disziplinierter sein als andere Clans. Also mag sie Recht und Ordnung gern. Aber du nicht. Ihre Auffassung nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Muss dehydriert sein. Er hat dich Kaplan genannt. Was heißt das? Es heißt, dass ich unsere Jugend und Brüder in vielen Schlachten überlebt habe. Deshalb berate ich den Wüstenclan. Diejenigen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten, wenn er von ihrer großen Sturheit verdeckt wird. Kanntest du Regalas Streiter, Gruda?
Er gehörte zu uns. Genau wie Regala. Der Stolz des Wüstenclans. Warum greift sie ihre eigenen Leute an? Sie fühlt sich hintergangen. Regala war legendär im Clan. Furchtlos und unnachgiebig. Eine Marschallin von Hekaru. Häuptling aller Tenakt. Sein fleischgewordener Wille. Und was war dann? Dann bat der Kaja-König um Frieden und Hekaru stimmte zu. Regala wollte Bezahlung, die den Gräueltaten der Kaja entsprach. Ein Tenaktreich, das bis in den Osten reichte. Also hat sie Hekarus Entscheidung angefochten. Er hatte keine Wahl und musste gegen sie kämpfen. Hekaru gewann. Sie hätte durch seine Hand sterben sollen. Doch er ließ sie am Leben. Für einen Tenakt ist diese Gnade eine bittere Pille. Jetzt, wo sie Maschinen reitet und Marschälle tötet, können wir ihre Lager in der Wüste vielleicht nicht länger ignorieren. Niemand aus dem Wüstenclan rührt diese Lager an. Das ist eine Sache zwischen Regala und Hekaru. Wenn der Häuptling ein Anführer ist, setzt er sich durch. Oder er macht jemanden Platz, der geeignet ist. Das ist aber hart, oder? Hm? So ist die Wüste. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Ich muss mich zuerst noch um etwas kümmern. Geh du schon vor. Ich warte am Außenposten, solange ich kann. Mögen dich die Zehen beschützen. Ich warte auf deine Rückkehr und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Im Namen der Zehen. Jetzt muss ich meinen Mitgewand. Das hat überlebt. Gedacht. Oh, es ist ein Stück Geist. Fremde, möchtest du mit den Tenakt handeln? Meine Vorräte sind nächstes Mal auch da. Du kennst meine Waren. Komm bei Bedarf wieder. Mögen die Zehen dich leiden. Wenn du glaubst, du kannst mich in Streit schlagen, dann nur zu. Warum tut sie sowas? Oh, was? Fremde, brauchst du Vorräte? Andermal.